So, nun geht es weiter im Programm und wie ich eben schon angesetzt habe, möchte ich als ersten Grußwortgeber den Dekan unserer medizinischen Fakultät hier in Aachen dazu bitten, Herrn Professor Uhlig. Es freut mich insbesondere, dass wir so eine deutliche Unterstützung auch seitens unserer Fakultät und von ihm persönlich haben. Er engagiert sich seit Anbeginn auch für die Medizininformatik-Initiative, vertritt uns auch im NSG und ich freue mich auf deine Grußworte. Lieber Stefan, bitte sehr. Ja, vielen Dank. Es ist mir natürlich eine große Freude, dieses Kick-off-Meeting eröffnen zu dürfen. Denn wie Professor Marx schon gesagt hat, engagieren wir uns von Anfang an in der Medizininformatik-Initiative. Natürlich ist das auch was sehr, sehr gut passt zur RWTH Aachen insgesamt und zur medizinischen Fakultät, wo wir uns die Aufgabe gestellt haben, Medizin und Technik miteinander zu verbinden. Und wann immer man das heute tut, ist natürlich das Thema Digitalisierung ein enorm wichtiges und spielt natürlich mittlerweile auch für die Krankenversorgung eine enorm große Rolle. Und Digitalisierung ist sicher einer der großen Treiber für zukünftige Entwicklungen. Und für diese zukünftige Entwicklung, das wissen alle, die hier sitzen, natürlich sehr gut, geht es darum, Daten, die wir alle haben, in verschiedenen Formaten, diese Daten verfügbar zu machen. Und dass das nicht trivial ist, das sieht man daran, dass eines der größten Probleme der Anwendung von KI in der Medizin im Augenblick die Datenqualität ist, die in der Medizin gar nicht so einfach sicherzustellen ist, aus Gründen, die viele von Ihnen wahrscheinlich nur zu gut kennen. Und deswegen ist es einer der wichtigen Ansatzpunkte in der Medizininformatik-Initiative natürlich gewesen und auch des Projektes SMIS, was Aachen, Leipzig und Jena auf den Weg gebracht haben, ist es eben, die Daten nachhaltig nutzbar zu machen und eben einen Zugang zu finden von den Millionen von wertvollen Datensätzen, die täglich im Rahmen der Versorgung, aber natürlich auch im Rahmen der Forschung entstehen und natürlich Wege zu schaffen, diese Daten auszutauschen, aber natürlich auch Daten von verschiedenen Standorten gemeinsam zusammenführen zu können. Und dazu braucht man eben gemeinsame Datenformate, man braucht Standards. Und das ist die große Errungenschaft und der Medizininformatik-Initiative und der große Antrieb, dass wir eben diese Standards schaffen und dass wir diese Standards eben zunächst einmal in den Datenintegrationszentren der universitätsmedizinischen Einrichtungen schaffen, aber nachdem das gelungen ist, eben auch ausrollen über die Sektorengrenzen hinweg. Und ich glaube, gerade in der Covid-Krise haben wir natürlich auch gesehen, wie enorm wichtig das ist, dass das gelingt. Und hat, glaube ich, auch gesehen, dass die Universitätskliniken dabei in eigentlich allen Regionen eine führende und wichtige Rolle gespielt haben. Und das Ziel der digitalen Fortschrittshubs und Distance ist eben einer von den geförderten Fortschrittshubs, ist es eben natürlich jetzt genau diese Daten sektorenübergreifend verfügbar zu machen und uns sektorenübergreifend miteinander zu vernetzen. Und es geht eben jetzt darum, innovative Modelllösungen auf die regionale Versorgung auszudehnen und zu optimieren. Und Distance verfolgt dabei ja das Ziel, dass die vorsorgende Therapie nach intensivmedizinischen Behandlungen analysiert und verbessert werden kann, unter anderem mit Modellen und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und was aber auch wichtig ist, es wird auch einen Weg geben, über Apps die Patienten mit ins Boot zu holen und auf diese Art auch den Gesundheitszustand der Patienten zu dokumentieren. Und die Hoffnung ist eben, dass wir mit App dann auch die Möglichkeit haben, und das ist sehr anspruchsvoll, aber ich hoffe, das wird gelingen, dass wir es eben auch schaffen, erstmals longitudinale Krankheitsverläufe nach intensivmedizinischer Behandlung wirklich einigermaßen lückenlos nachzuvollziehen und zu verstehen, was dann da passiert. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass Distance auch die kooperative Versorgung mit der Forschung und der Versorgung nicht nur zum Ziel hat, sondern die jetzt bereits aktiv lebt. Unter der Federführung des Uniklinikums Aachen sind es im Augenblick bereits 7 weitere Partner aus Wissenschaft und Forschung sowie 12 regionale Versorgungseinrichtungen, die jetzt schon miteinander kooperieren. Und das in Zukunft natürlich noch intensiver machen werden und damit dafür sorgen, dass Universitätsmedizin, Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung und auch Vertreter der ambulanten Medizin sich stärker vernetzen, näher zusammenrücken
und damit natürlich auch Synergien schaffen und idealerweise eben auch dazu führen, dass wir die Ressourcen unserem Gesundheitssystem besser nutzen können, als es bisher ist. Also wir hoffen sehr, dass ihr mit dieser Distance-Initiative innerhalb der nächsten 4 Jahre die Infrastruktur schaffen könnt für einen sektorenübergreifenden, interoperablen Datenaustausch in der regionalen Versorgung. Und ich möchte jetzt diese Begrüßung natürlich nutzen, um dem Projektkonsortium und um allen Beteiligten viel Erfolg zu wünschen bei dieser wichtigen Aufgabe und bei der Erfüllung dieses ehrgeizigen Zieles. Und ich freue mich natürlich jetzt schon darauf, den Projektfortschritt zu beobachten, aber natürlich insbesondere auch die Ergebnisse dieser einzigartigen Zusammenarbeit zu sehen. Und als Dekan freut es mich natürlich besonders auch, mit welchem Engagement von allen Seiten, auch von Seiten meiner Kollegen hier in der Fakultät, dieses Projekt betrieben wird. Und es freut mich auch, dass wir mit diesem Projekt ja etwas auf den Weg bringen können, was der Wissenschaftsrat in seinem Gutachten zur Hochschulmedizin in das nationale Aufgabenbuch reingeschrieben hat, wo eben drin steht, dass die Hochschulmedizin in Zukunft auch stärker die regionale Krankenversorgung mit organisieren soll. Und ich denke, auch dieses Distance-Projekt ist ein sehr, sehr wichtiger Beitrag auf dem Weg dahin und natürlich ein ganz wichtiger Beitrag auch für eine bessere Versorgung der Patienten, die in den verschiedenen Sektoren behandelt werden. Und damit wünsche ich dem Distance-Konsortium ganz viel Erfolg, viel Spaß bei der Arbeit und bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Dankeschön. Ja, lieber Stefan, ganz herzlichen Dank für dein Grußwort. Wir werden alles daran setzen mit hohem Engagement, um auch entsprechend die Erwartungen, die jetzt natürlich gesetzt sind, zu erfüllen. Aber das kennen wir ja schon aus anderen Projekten und sind da sehr, sehr zuversichtlich. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für deine Unterstützung. Als Nächsten freut es mich sehr, Herrn Professor Scherak begrüßen zu können. Er ist der Direktor des Instituts für medizinische Statistik, Informatik und Datenwissenschaften an der Universitätsklinik in Jena und ist zudem einer der 3 Sprecher des SMIS-Konsortiums. Und Herr Löffler ist im verdienten Urlaub. Da müssen wir ja auch gerade jetzt hier während der Corona-Pandemie müssen wir auch wirklich aufeinander immer achten, dass man sich auch ab und an mal erholen kann. Aber es ist toll, dass Scherak jetzt Zeit gefunden hat, um für das SMIS-Konsortium hier sein Grußwort zu geben. Herr Scherak, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank, Herr Marx. Ich freue mich auch außerordentlich, dass ich das hier tun kann in Vertretung von Herrn Löffler. Und ich bin natürlich in so einer gewissen Sandwich-Position. Also ich habe erwartet, dass Herr Ulich das erzählt, was er erzählt hat. Und das auch entsprechend einordnet für den Standort Aachen. Und ich weiß natürlich, welche Nachredner nach mir auch noch kommen. Und denen will ich natürlich auch nicht irgendwie den Belag vom Brot nehmen. Von daher habe ich überlegt, ich mache ein paar Folien und ich mache vielleicht etwas, was beiträgt zu dem Verständnis, weil wir sind ja eine große Gruppe. Viele davon sind tief in der Initiative engagiert, beziehungsweise auch im SMIS-Konsortium ganz konkret engagiert. Und ich dachte, ich mache so eine Art gemeinsames Fundament über das, was wir nochmal reden können. Wir haben jetzt auch eine neue Homepage im SMIS-Konsortium, das wissen die einen oder anderen vielleicht zu Deutsch. In modernen Zeiten macht man das ja über 2D-Barcode. Also wenn Sie mit dem Handy das abfotografieren wollen, dann kommen Sie auf die neue Homepage oder Sie geben einfach smis.care ein. Ja, ich wollte noch einmal kurz zurückgehen, dass wir uns nochmal erinnern an die Ziele der Medizininformatik-Initiative des BMBF. Die kann man grob in diesen Spiegelstrichen zusammenfassen. Also es geht darum, die Forschungsmöglichkeiten und die Patientenversorgung zu verbessern, also konkret auch die klinische Forschung zu stärken, bis hin zu dem Bereich, wo wir uns natürlich in SMIS auch mit beschäftigt haben, nämlich Medizininformatik in Forschung, Lehre und Fortbildung stärken. Und das meint halt nicht nur Informatiker, sondern halt auch insbesondere die Mediziner. Und ich habe den einen Punkt vorgehoben, weil er für mich über die Jahre sich rauskristallisiert hat, dass er auch der besondere Punkt ist, nämlich den Austausch und den Nutzen von Daten über Institutsgrenzen und Standorte hinweg zu ermöglichen. Und bisher haben wir das ja so angegangen, dass
wie diese doch recht umfangreiche Förderung des BMBF bekommen haben bis ins Jahre 2022, diese 180 Millionen. Und das wächst im Wesentlichen darauf, dass wir diese Backbone-Struktur der Datenintegrationszentren an den deutschen Universitätskliniken, 29 sind es insgesamt, durch diese vier Konsortien, wo das MIS-Konsortium halt eines davon ist, etabliert haben. Und ich glaube, ich kann das auch sagen, ich war ja gestern auch mit mir im NSG. Wir haben gestern vom PwC den Auditbericht vorgestellt bekommen über die Evaluation oder Zwischenevaluation der Datenintegrationszentren. Da hat sich ein, ich glaube, sehr erfolgreiches Bild gezeigt. Also diese Initiative hat es gebracht im Sinne von, dass da Deutschland an der Stelle und vor allen Dingen die Universitätsmedizin ein ganzes Stück nach vorne gerutscht ist. Also wir haben ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt bekommen vom unabhängigen Auditor in dem doch relativ anspruchsvollen Auditverfahren. Also das ist das Kernelement, was quasi diesen Instituts- und standortübergreifenden Austausch von den Versorgungsdaten, über die reden wir ja im Moment als erstes, ermöglicht. Und ja, konkret aufs MIS-Konsortium, wie gesagt, eines von den Vieren ist hier nochmal aufgelistet. Wir sind als eine der Stärken auch zusammen unterwegs, nicht nur mit den Universitäten, sondern auch mit außeruniversitären Einrichtungen und halt auch Industriepartnern. Ich habe auch gesehen, im Teilnehmerkreis sind ja auch ein paar unserer Partner hier anwesend. Und wir haben natürlich auch unsere Vernetzungspartner in Bochum, Düsseldorf und Rostock. Und die Konsortialleitung, Herr Nüchter, haben Sie ja eben schon aus der Geschäftsstelle gehört, die sitzt in Leipzig. Das ist die übliche Folie, die viel zu busy ist. Und ich nehme sogar mal an, dass vielleicht Herr Semmler, der nachher noch sprechen wird, vielleicht so eine ähnliche Folie hat. Ich bedanke mich bei der TMF und vor allen Dingen bei Herrn Krock, um Ihnen einfach einen Einblick zu kriegen, wo wir stehen und wie diese Infrastruktur der Datenintegrationszentren, die ja der Kern des Ganzen ist, wie das Ganze aufgebaut ist. Das ist weniger kompliziert, als diese Darstellung das erahnen lässt. Aber im Prinzip ist es so, dass die Patienten in unseren Universitätskliniken den sogenannten Broad Consent unterschreiben als eine Möglichkeit der Datennutzung und damit letzten Endes die Versorgungsdaten auch einer Forschungsnutzung institutsübergreifend möglich machen. Und die Datenintegrationszentren, die dokumentieren natürlich diese Broad Consent und haben dann an den Standorten auch mit dazu beigetragen, dass die Use and Access Committees eingerichtet werden, die für bestimmte Anfragen, die sozusagen von rechts kommen, aus ihrer Sicht, also vom Forschungsprojekt, dass dann dafür Freigaben erteilt werden. Und das ist dann, und deshalb ist die Folie etwas kompliziert, das ist dann so geregelt, dass man erstmal relativ unkompliziert Machbarkeitsanfragen machen kann. Also einfach fragen, gibt es überhaupt Patienten zu der Frage, die ich habe? Und wenn das nicht der Fall ist, dann brauche ich das Verfahren vielleicht gar nicht weiter zu betreiben. Und anschließend kommt es dann halt wirklich zu dem Data Sharing. Und das ist durch die verschiedenen Instanzen, wie Sie sich vorstellen können, mit dem Datenschutz, mit den Juristen durchdekliniert worden von der Initiative und wie gesagt gestern frisch auch in dem Auditbericht vom PwC bestätigt worden, dass da alle 29 Standorte ziemlich gut im Saft stehen, diese Vorgänge formell abzubilden. Und wir sind jetzt halt dabei, in dem letzten Jahr das Ganze auch nochmal auf Herz und Nieren zu prüfen und die Machbarkeit. Zentral dafür ist dieses sogenannte Forschungsdatenportal. Man möchte also eine Oberfläche haben, wo der Zugang zu diesen Daten dann so geregelt ist, dass nicht alle 29 Datenintegrationszentren von dieser einen Person, die dann wahnsinnig werden würde, abgeklappert wird, sondern dass man darüber einen relativ einfachen Zugang bekommt. Und auch die ist angeordnet bei der TMF. Ja, gehe ich dann über zu den digitalen Fortschrittshubs Gesundheit. Da ist also die Idee, dass man jetzt diese Komfortzone der Universitätsmedizin auch ein Stück weit verlassen soll und dazu beiträgt, Herr Ulich hat es schon gesagt, Wissenschaftsratpapier, dass man quasi die Ideen, die hier verfolgt werden, auch in die Fläche trägt, also Rollout betreibt. Und die ursprüngliche Idee ist halt auch, dass mit diesen Fortschrittshubs die Sache pilotiert wird, also zu gucken, wo sind da Hemmnisse, wenn wir in den ambulanten Bereich zum Beispiel eindringen. Und Distance ist also ein Paradebeispiel dafür, wie wir das tun. Und es hat natürlich einen Fokus, der insbesondere in Aachen deutschlandweit und international auch sichtbar ist, im Bereich Intensivmedizin. Und da möchte ich Ihnen nur noch eine Sache mitgeben, weil ich einfach weiß, was da die Bedarfe sind. Wie Sie vielleicht wissen, haben wir in Jena auch den Schwerpunkt in Infektionsmedizin und Sepsis. Und es ist in der Tat so, dass wir von vielen dieser Patienten, die wir auf Intensivmedizin
die intensivmedizinisch behandelt werden, dass, wenn sie das überleben, dass wir relativ wenig wissen über die, wie ihr weiterer Krankheitsverlauf ist. Wir haben hier in Jena eine Kohorte aufgebaut von Überlebenden einer Sepsis, die wir auch regelhaft zumindest vor Corona gesehen haben und Teilnehmertreffen organisiert haben, um ihnen auch was zurückzugeben, dass sie sich nicht nur als Dokumentationsobjekte sehen, sondern dass wir ihnen auch Angebote machen können für die Versorgung. Und dabei ist halt wirklich eklatant, wie viel Morbidität in der Fläche übrig bleibt. Und es ist Herrn Marx und Team, Herrn Bickenbach, den wir nachher noch hören wollen, zu verdanken, dass wir wirklich eine Möglichkeit bekommen, über eine App-basierte Dokumentation von Patient-Reported Outcomes auch wirklich zu erfahren, wo die alltäglichen Probleme dieser Personen sind. Und ich denke, das ist wesentlich schmerzfreier als die Telefonate, die wir führen müssen, wo wir Termine koordinieren müssen. Also ich freue mich sehr darauf, dass es so eine Möglichkeit gibt und dass wir dann in dem Sinne auch vielleicht barrierefreier durch die App mehr erfahren von den Patienten, wie, wo sie in der Versorgung letzten Endes ja stranden, wo sie Probleme haben, nicht weiterkommen mit ihren ungelösten Problemen, die wir ja wissen, sich auf verschiedene Bereiche der Familie erstrecken, also von psychischen Problemen bis hin zu kognitiven Defiziten, die halt bleiben nach der intensivmedizinischen Behandlung. Und es ist mir eine große Freude, dass wir uns hier dran auch beteiligen können. Und ich wünsche dem Projekt sehr viel Erfolg. Damit möchte ich zusammenfassen, dass wir uns in SMIS, in der Medizininformatik-Initiative und natürlich auch angebunden mit dem Distance-Projekt wünschen, dass wir genau das realisieren können für Forscherinnen und Forscher, dass wir also diesen standardübergreifenden Datenaustausch zur Verbesserung der Forschung und Versorgung ermöglichen und halt nicht nur Datenaustausch, sondern auch den Austausch von Algorithmen, dass hoffentlich Medizinerinnen und Mediziner unterstützt werden bei der Entscheidungsfindung beziehungsweise halt auch erstmal eine Transparenz darüber gewinnen, wie es ihren Patienten geht, wenn sie aus dem Krankenhaus entlassen werden, dass wir eine Brücke bauen, sozusagen vom stationären in den ambulanten Bereich, die bisher eher abrechnungsgetriggert ist, würde ich jetzt mal sagen, als Außenstehender. Und unmittelbar davon profitieren sollten natürlich dann auch die Patienten. Das ist eigentlich der Kern des Ganzen, dass die sich nicht so verloren fühlen, wie wir das oft berichtet bekommen. Und nicht zu vergessen, dass das Ganze natürlich auch ein Innovationspotenzial für die Life Science Industrie bietet. Damit möchte ich Ihnen herzlich danken für die Aufmerksamkeit und verweise nochmal darauf, dass wir natürlich in dem SMIS-Konsortium hier die Dreisprecherfunktion haben und die Geschäftsstelle ist ja wie gesagt in Leipzig und damit würde ich auch das Teilen der Grußworte beenden. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Scherer, ganz herzlichen Dank für das sehr intensive Grußwort. Und ich glaube, wir haben gerade während Ihres Grußworts auch noch einmal mehr erlebt, einen besonderen Vorteil, den ich von Anfang an seit der Antragstellung in der Medizininformatik-Initiative wahrnehme und besonders schätze. Das hat uns wirklich zusammengebracht, die verschiedenen Akteure, Medizininformatik, Informatik, die Klinik, die Verwaltung, die Fakultäten, die Vorstände. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages das Erfolgsrezept von SMIS im Besonderen und von der Medizininformatik im Allgemeinen. Und ich freue mich auch mit Ihnen gemeinsam jetzt hier dieses wichtige Projekt dann durchführen zu können. Ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen. Bitte, bitte. Dann darf ich als Nächsten Herrn Semmler um sein Grußwort bitten. Herr Semmler ist Geschäftsführer der Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung, kurz TMF, wie wir natürlich immer so sagen, weil wir dann ja die Abkürzungen mögen. Herr Semmler, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich freue mich auf Ihr Grußwort. Ja, herzlichen Dank, Herr Professor Marx. Ich bedanke mich für die Einladung und die Möglichkeit, ein paar Minuten zu sprechen und vielleicht auch das zu ergänzen, was Herr Schirach eben gesagt hat. Ich würde auch gerne meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, das funktioniert. Sie sollten jetzt die Folien sehen. Ich hoffe, das ist der Fall. Ich denke schon. Genau, man sieht, glaube ich, die Folien. Hat funktioniert. Ja, perfekt. Danke, Herr Nichter. Ich muss vieles nicht wiederholen. Ganz kurzer Rückblick auf die Medizininformatik-Initiative, die ist Ihnen ja allen wohl vertraut. Wir gucken nochmal hier auf die Förderziele des BMBFs von Ende 2015 veröffentlicht.
ein wichtiger Punkt ist eben, sind die Punkte Nutzung von Daten zwischen Krankenversorgung und Forschung und vor allen Dingen dabei über die Grenzen von Institutionen und Standorten hinweg. Das ist auch weitgehend Originalzitat. Und da steht eben nicht ausschließlich und nur im universitären oder stationären Sektor, sondern allgemein. Und insofern, glaube ich, gehen wir mit den digitalen Fortschritts-Hubs und hier auch Distance, glaube ich, einen wesentlichen Schritt voran in die Richtung dieses Förderkonzepts. Das ist nämlich der Punkt. Ich möchte da auch noch kurz ergänzen, das, was Herr Schirak eben schon dargestellt hat. Die Medizininformatik-Initiative läuft ja, wenn wir die Konzeptphase einbeziehen, schon seit 2016. Wir sind jetzt, gucken jetzt auf das Ende, auf das Schlussjahr dieser ersten Hauptförderphase, Aufbau- und Vernetzungsphase. Hatten gerade die Audits, auf die komme ich gleich noch zu sprechen, hatten auch Rahmenbedingungen, die sich verändert haben unterwegs, also insbesondere eine erhebliche Dynamisierung, darauf wird sicherlich Herr Debertin gleich noch eingehen, seitens des Bundesgesundheitsministeriums, die letztendlich ja über 15 Jahre das überfällige Voranbringen der Digitalisierung und der damit auch erforderlichen Standardisierung im Gesundheitswesen ist ja doch in den letzten Jahren erheblich vorangegangen, parallel zur ja bereits eigentlich davor ins Leben gerufenen Medizininformatik-Initiative. Ich habe hier die wichtigsten Punkte oben mal genannt, gerade die Forschungskompatibilität der EPA, die uns sehr freut. Die Spezifikation ist dieses Jahr herausgekommen und wir gucken auf den Anfang dann 2023, um dort auch Forschungsnutzung zu erzielen. Um nur ein Beispiel zu nennen. Das Ganze wurde natürlich jetzt auch überschattet durch die Covid-Pandemie und die Aufgaben, die sich daraus ergeben haben. Auch dies hat natürlich die ein oder andere Aufgabe stark verzögert. Wir schauen auf die nächste Förderphase, die jetzt gerade vorbereitet wird und die dann eben von 2023 bis 2026 dann gehen wird und damit das Ganze dann eben auch zu dem geplanten Dekadenprojekt, das die Medizininformatik-Initiative ja war und sein sollte, auch machen wird und sind da gespannt auf die gemeinsamen Aufgaben, die wir dann uns ja auch noch gemeinsam beantragen und finden werden. Soweit zur Einordnung der Medizininformatik-Initiative. Wer ist dabei? Das wissen Sie natürlich alles. Es sind alle universitätsmedizinische Standorte dabei, viele Partner aus nicht-universitärer Forschung und Industrie dabei, geordnet und strukturiert in vier Konsortien, neben Smith eben auch die drei Partnerkonsortien, DI Future, HIMED und Miracom. Ich habe hier eben die Freude und Ehre, die Koordinationsstelle, die TMF, MFT und VUD gemeinsam stellen und zu leiten und hier auch zu vertreten. Insofern also eine deutschlandweite Zusammenarbeit der Universitätsmedizin mit Partnern und diese Zusammenarbeit mit Partnern wird sich jetzt also durch die digitalen Fortschrittshubs ausweiten. Das hat Herr Schirak schon gesagt, das kann ich eigentlich überspringen. Es geht im Kern darum, also Daten zu teilen, den Weg, wie das erfolgt, hat Herr Schirak eben auf der Folie gezeigt. Was mir wichtig ist, ist die Einordnung. Wir gucken im Prinzip momentan, wenn wir auf die Medizininformatik schauen, auf dieses Kästchen hier rechts oben, welche Strukturen entstehen auf der Forschungsseite derzeit bundesweit. Da sind wir, glaube ich, mit dem Element der Datenintegrationszentren an den Universitätsmedizin-Standorten ist, glaube ich, ein ganz starkes Element im deutschen Gesundheitswesen entstanden. Das ist noch gar nicht in allen Köpfen überall angekommen, was erhebliches Potenzial und erhebliche Ausbaufähigkeit auch im Sinne von Anflanschfähigkeit für weitere Projekte, weitere Strukturen bietet. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Anker, der da über die Medizininformatik-Initiative des BMBF geschaffen wurde. Wir sind da nicht alleine. Wir alle wissen, dass also durch in der Covid-Pandemie das Netzwerk Universitätsmedizin gegründet wurde, um die Covid-Forschung voranzubringen. Wir haben daneben weitere nationale Förderungen. Ich habe jetzt hier nur die wichtigste und die größte genannt. Das ist die nationale Forschungsdateninfrastruktur. Es gibt viele weitere. Wir werden uns auf der Forschungsseite in den nächsten Jahren massiv bemühen müssen, um Synergie und Konvergenz dieser großen nationalen Maßnahmen. Und ich komme gleich nochmal darauf zurück, gerade der transsektorale Charakter, den wir hier auch mit den digitalen Fortschrittshubs in Angriff nehmen, wird dabei, glaube ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal sein, denn da sind viele der anderen Forschungsstrukturen eben nicht unterwegs. Das ist die rechte Ecke da oben. Wir dürfen aber nicht vergessen, das ist eben, wie bereits angesprochen, auf der Versorgungsseite und auf der Seite, die das BMG gestaltet hat, erhebliche Fortschritte und neue Strukturen gegeben hat in großer Zahl. Die Weiterentwicklung zum Forschungsdatenzentrum am BfArM, das also zunächst eben die Daten nach Datentransparenzverordnung, die Kassendaten zur Verfügung stellt für Forschung, das jetzt erweitert wird um die EPA-Daten, da komme ich gleich dazu, weitere Plattformen sowohl für Versorgung und Forschung. Ich nenne da die gerade vor wenigen Tagen begonnenen Aufbau der Plattform für die Genomsequenzierung, aber auch
die Plattform, die sich an den Bürger wendet und Gesundheitsinformationen zur Verfügung gestellt, gesundbund.de, um nur einige zu nennen. Und in der Mitte, das ist auch Absicht hier in der Darstellung, die wir immer gerne zeigen, steht eben die elektronische Patientenakte. Wir glauben, dass das in der Tat ein ganz wesentliches Element ist. Wir sind sehr froh und haben ja auch einiges dafür getan, dass eben diese Forschungsnutzung auch gesetzlich verankert ist und bemühen uns und sind da also hoch interessiert daran, jetzt auch diese Forschungsnutzung unter Beweis zu stellen und in Pilotprojekten auch voranzubringen, weil die EPA eben der Kanal ist zwischen Forschung und Versorgung, zwischen Patient und Behandlern, Patient und Forschern einen ganz wichtigen Standardisierungsimpuls setzen und aufgreifen wird, den wir ja auch schon begonnen haben auf der Forschungsseite. Aber am Ende hängen wir auf der Forschungsseite auch immer von den Fortschritten der Festlegung und der Standardisierung auf der Versorgungsseite ab. Da wird sicherlich Herr Debertin auch gleich noch einiges zu sagen. Das ist insofern ganz wichtig, dass wir da also einen engen Austausch, eine enge Koordination, eine gute Zusammenarbeit pflegen, um dieses Big Picture gemeinsam weiterzuentwickeln. Und aus meiner Sicht sind da für die Medizininformatik-Initiative und für die Forschungsinfrastrukturen und Projekte auf der rechten Seite sind die digitalen Forschungshubs da ein ganz wesentlicher Schritt, zumindest ist das meine Auffassung. Als letztes ganz kurzer Blick, wo stehen wir in der Medizininformatik-Initiative? Wir haben, glaube ich, mit dem eben erwähnten Consent und den damit auch verbundenen regulatorischen Fragen, denken Sie an das ganze Vertragswerk, was wir in der Medizininformatik-Initiative ja schon abgestimmt haben, haben wir, glaube ich, auf der regulatorischen Seite ganz wichtige Grundlagen gelegt. Ebenso der Impuls auf die Datenstandardisierung. Ich darf daran erinnern, dass eben wir es waren, die eben mit dem Top 300, mit der Top 300-Liste die Loing-Nutzung nun endlich mal auf die Agenda gebracht haben, auch wenn Loing seit 20 Jahren öffentlich verfügbar ist und auch partiell ja und heute auch schon angewandt wurde, aber eben nicht in der Fläche. Wir haben letztes Jahr mit der Einführung über das National Release Center und die Pilotlizenz, die das BMBF bezahlt hat, noch mit CT vorangebracht. Wir haben auch die Gruppen zusammengebracht, die sich um FHIR kümmern und die jetzt im Prinzip auch weiter sich entwickeln, weiter wirken, auch weit darüber hinaus mit Partnern im Versorgungsbereich. Also diese Datenstandardisierung ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Erfolg, den wir auch vorangebracht haben. Wir haben erlebt, dass diese Grundlagen jetzt auch für das Netzwerk Universitätsmedizin schon sehr wichtig und sehr hilfreich waren, insbesondere wenn Sie an den Aufbau der zentralen Plattformen und Codex denken. Ja, wir müssen ehrlicherweise sagen, nicht an allen Standorten ist man in allen Belangen bereits vollständig in der Implementierung. Manche haben Probleme, den Consent einzuführen, manche haben einzelne Daten standardisiert, andere noch nicht. Das ist insbesondere auch immer ein Geschäft, was schwierig ist, wenn Sie Primärsysteme der Versorgung dort auch und damit auch die Arbeitsprozesse der Patientenversorgung auch mit betreffen. Das kennen wir, aber ich denke, wir sind da auf einem guten Wege und sind auch ein guter Pilot für, wenn wir an das Big Picture denken, für die Gesamtentwicklung in Deutschland. Wir haben gerade aktuell, das hat Herr Scherak schon vorweggenommen und berichtet, eben gestern den Auditbericht vorgestellt werden, den wir, glaube ich, als ganz wesentlichen Rückenwind und als externe Bestätigung auch des gemeinsamen Erfolges auffassen dürfen und das auch wirklich als Ermunterung und als Ermutigung nehmen sollen, auch weiterzugehen und sehr offensiv und zuversichtlich die nächste Förderphase anzugehen, die gerade vorbereitet wird. Wir haben gestern auch schon beschlossen, dass die Governance der MEI sich also entsprechend auch erweitern wird. Das wird nicht Schluss machen mit den, sich nicht beschränken auf die digitalen Fortschritts-Tabs, aber das haben wir gestern beispielsweise beschlossen, dass also auch die Repräsentanz dieser Projekte in den Gremien, insbesondere im nationalen Steuerungsgremium der MEI, also geregelt ist. Perspektive. Ich habe das mehrfach schon angesprochen. Also für mich schreiben die digitalen Fortschritt-Hubs die Story, die eigentlich die MEI in die nächste Runde, auf die nächste Relevanzstufe hebt, nämlich tatsächlich den transsektoralen Outreach, die Zusammenarbeit, die Forschungsfähigkeit, die Datennutzungsfähigkeit jenseits der Sektoren voranzubringen, weitere Partner einzubeziehen. Wir haben darüber auch die Möglichkeiten, weitere Forschungsinfrastrukturen mit einzubinden. Ich möchte hier insbesondere auch auf das Forschungspraxennetzwerk, an dessen Koordination wir auch beteiligt seitens TMF ansprechen, dass wir da auch gerne versuchen können, gemeinsame Strukturen zu schaffen. Es gibt viele weitere Strukturen, nämlich auch das KKS-Netzwerk, was hier beispielsweise für die Forschungsnutzung auch im ambulanten Sektor ja bereits unterwegs ist. Und ganz wichtig, und das war eben auch nochmal das Bild, wir sollten gemeinsam versuchen, dieses Big Picture jenseits der Institutionen, jenseits der Sektoren, wie bringen wir Forschung und Versorgung zusammen?
nicht nur, aber eben auch rund um die elektronische Patientenakte. Das sollte für uns ein ganz wichtiges Thema sein. Und ja, ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf die Impulse, die aus Distance und den weiteren digitalen Fortschrittshubs in die weitere Arbeit der Medizininformatik-Initiative einfließen. Herzlichen Dank für die Möglichkeit, diese Gedanken hier Ihnen darlegen zu können. Und ja, viel Erfolg für das Distance-Projekt. Ja, lieber Herr Semmler, ganz herzlichen Dank für Ihre wichtigen Grußworte. Und wir danken Ihnen auch sehr für die Unterstützung während der gesamten Initiative. Ich glaube, das war wirklich von zentraler Bedeutung, was Sie mit der TMF für uns geleistet haben. Und auch ich, das Projekt Distance und auch ich persönlich, freue mich auch sehr, jetzt auch in dieser neuen Förderinitiative das Ganze noch weiter zu intensivieren und voranzubringen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Gut, dann darf ich als nächsten Herrn Professor Debertin begrüßen. Herr Debertin hat ja schon an verschiedenen Positionen deutliche Akzente in der deutschen Gesundheitspolitik setzen können in der Vergangenheit. Er war in den letzten Jahren jetzt der Chairman des Health Innovation Hubs, und das ist eine Struktur, die das Bundesministerium für Gesundheit in der letzten Legislaturperiode initiiert hat, um, ich glaube, das darf ich so sagen, Herr Debertin, die Entwicklung in der digitalen Gesundheit nochmal ordentlich zu katalysieren. Und das ist Ihnen auch mit Ihrem sehr innovativen Team mehr als gelungen. Und ich freue mich sehr, dass Sie trotz Ihrer vielen Aufgaben die Zeit gefunden haben, uns hier mit einem Impulsreferat zu neue Food for Thought zu geben. Und ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Marx, und einen wunderschönen guten Morgen. Es ist eine Freude, hier dabei zu sein. Zunächst einmal aber gebe ich mal meinen Bildschirm frei und hoffe, dass Sie jetzt auch die Titelfolie sehen. Wie verändern EPA und Co. die Gesundheitsversorgung der Zukunft? Nach dem Beitrag von Herrn Semmler habe ich mir gedacht, eigentlich könnte ich mir das sparen, weil das ist ein Stück weit, wie heißt es so schön, irgendwo die Überzeugten bereits weiter zu überzeugen. Es freut mich insbesondere, dass die Medizininformatik-Initiative, die ja unglaublich viel Positives bewirkt hat, gewissermaßen als Pflug zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich wenig Interoperables gab in Deutschland, eben hier Vorreiterrolle zu spielen. Herr Debertin, wir sehen Ihre Folien noch nicht. Oh, das ist bedauerlich. Dann muss ich nochmal zurückspringen und Sie müssen mir vielleicht teilen. Vielleicht muss ich darauf drücken. So, jetzt teile ich mal. Und hoffe, dass Sie jetzt gleich tatsächlich jetzt etwas sehen. Sehen wir jetzt was. Sehen Sie, na großartig. Wunderbar. Ich war stehen geblieben dabei, die Führungsrolle oder sagen wir mal die Vorreiterrolle der Medizininformatik-Initiative zu loben. Finde es aber jetzt nur konsequent, dass die Medizininformatik-Initiative auch erkennt, dass eben Daten, die für die Wissenschaft wichtig sind, nicht nur in Unikliniken erhoben werden, sondern dass der eigentliche Datenschatz ja in der Normalversorgung eben der Bevölkerung liegt und dass es deshalb sinnvoll ist, eben sich zu öffnen für EPA und Co. Und damit bin ich gewissermaßen mitten in dem, was ich in den nächsten 20 Minuten Ihnen näher bringen möchte. Zunächst einmal, wie sieht es eigentlich aus mit unserer Bevölkerung? Und hier gibt es eine interessante Befragung von Bitkom vor einigen Wochen durchgeführt, dass immerhin 52% der Menschen in Deutschland sagen, digitale Instrumente haben mir geholfen, besser mit den Herausforderungen der Gesundheitsversorgung zurechtzukommen. Das ist eine sehr hohe Zahl. Und fragen wir uns, was ist da passiert? Dann steht im Vordergrund sicherlich zunächst einmal die Videosprechstunde, eigentlich eine Randerscheinung im Januar 2020 und auf einmal zum Herzen der Gesundheitsversorgung avanciert mit über 130.000 Ärzten, die zeitweise eben die Videosprechstunde angeboten haben. Es sind heute weniger, aber erstaunlicherweise gerade die, die sich es gar nicht vorstellen konnten, nämlich die aus dem psychosozialen medizinischen Betreuungsbereich, die sagen, das ist richtig klasse, der Schwellenwert ist deutlich niedriger, es ist effizienter, ich will das
behalten. Insofern gehe ich davon aus, dass das auch weiterhin in hoher Anzahl angeboten wird. Das zweite sehr, sehr erfreuliche, muss man sagen, dass wenn Deutschland vor einer Krise steht, dann gibt es doch eine ganze Menge Leute, die eben sagen, wir können helfen. Und was mich wirklich schwer beeindruckt hat, ist, in welcher Geschwindigkeit eben Anbieter, verschiedene Anbieter von Gesundheitsleistungen ihre Angebote digitalisiert haben. Und beispielsweise Kassler-Stotter-Therapie, die aber heute sagen, das war so positiv, diese Erfahrung, da wollen wir gar nicht mehr zurückgehen, denn es ist eben deutlich effizienter und ich kann eben sehr viel tatsächlich über den Bildschirm machen und ohne dabei das besondere Verhältnis zwischen Patient und Therapeuten zu gefährden. Das Gleiche gilt für Töchter und Söhne, Kilea, Helobetta und viele andere mehr. Und selbst die viel gescholtene Corona-Warn-App erfreut sich inzwischen international an dem absoluten Spitzenplatz. 37 Millionen Downloads, damit auch bezogen auf den Anteil der Bevölkerung, die erfolgreichste App dieser Art in ganz Europa. Immerhin über 20 Millionen übertragene Testresultate, 1 Million Infektionen gemeldet und so weiter und so fort. Also wir haben inzwischen auch vor allen Dingen sehr, sehr viel Dokumentation eben des Impfstatus über diese Corona-Warn-App machen können. Und das ist vielleicht so ein bisschen, wird so ein Schlaglicht auf das, was wie in Deutschland manchmal so tun. Zu Recht muss man sagen, wurde diese CWA sehr kritisiert am Anfang, zum Beispiel viel zu späte Anbindung aller Labore und so weiter und so fort. Aber wenn es dann mal gut läuft, dann vergessen wir es irgendwie und tun so, als wenn es selbstverständlich ist. Ist es ganz gut, dass man sich das nochmal ins Gedächtnis ruft. Und dann gibt es natürlich das, was die Krankenhäuser gemacht haben und insbesondere Sie, Herr Marx, ja mit der DIVI ganz besonders nach vorne gebracht haben, das DIVI-Intensivregister. Tolle Initiative, sehr schnell, da muss man sagen, aber auch mit Bundesmitteln unterstützt und professionalisiert, inzwischen sogar Gesetzesgrundlage geworden. Und dann wiederum großer Dank und Glückwunsch auch an Aachen, aber auch an andere, wie zum Beispiel Berlin, und die eben Tele-ICU sehr schnell nicht nur darüber geredet haben, sondern gemacht haben, gehandelt haben und damit sicherlich sehr viel beitragen konnten zu einer optimierteren Versorgung der Menschen in Not in kleineren Häusern. Und dieses weiter auszubauen, das ist sicherlich etwas, was sie weiter bewegt. Dass das Ganze so geklappt hat, war nicht selbstverständlich, denn erinnern wir uns an das Jahr 2018. Da gab es diese ominöse Studie der Bertelsmann Stiftung, wo Deutschland auf Platz 16 von 17 befragten Ländern abschnitt, und zwar mit deutlichen Abstand zu den Spitzennationen. Insofern können wir sagen, haben wir eigentlich, muss man sagen, aus einer schlechten Ausgangslage eigentlich noch was ganz Gutes gemacht. Seit 2018, das war so ein Stück weit eben der Weckruf. Vorhin, ich weiß nicht, ob es der Semmler gesagt hat oder wer es gesagt hatte, jedenfalls hat Deutschland in der Tat 15 Jahre auch nach meiner Einschätzung im Tiefschlaf verbracht, was digitale Infrastruktur und digitale Strukturen in der Medizin so eben bewirken können. Das hat sich dann mit 2018 verändert und wir hatten, es gibt einige, die meinen, er war vielleicht etwas hyperaktiv, aber immerhin hatten wir einen sehr aktiven Minister, der vor allen Dingen unterstützt war von einem sensationell guten Team innerhalb des BMGs, und auch für die möchte ich mal eine Lanze brechen. Gottfried Ludewig, Christian Klose, Herr Sübtitz und viele andere mehr, die wahnsinnig viel gearbeitet haben und in 39 Monaten 28 Gesetze mit digitalen Inhalten auf den Weg gebracht haben, 6 Schwerpunktgesetze zum Thema digitale Medizin und damit zumindest mal die Grundlage, die regulatorische Grundlage gelegt haben dafür, dass wir digitale Instrumente in der Gesundheitsversorgung in Deutschland einsetzen können. Das SGB V wurde 45 Mal geändert in der Zeit, die auch ich überblicken darf mit unserem Health Innovation Hub. Sie wissen, wir sind eingerichtet worden für diese Legislatur und konsequenterweise lösen wir uns jetzt auch im Dezember auf. Wenn ich das noch hinzufügen darf, 3 Jahre Staatsnähe reicht dann auch für die meisten normalen Menschen. Gleichzeitig aber ermuntere ich Sie alle, sich wirklich da eben zu engagieren, denn ohne externes Wissen ist es manchmal etwas schwierig und etwas einsam, auch in den Ministerien. Zurück aber zu dem, was geleistet wurde. Und auch da wurde vorhin bereits darauf rekurriert. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir interoperable Standards in Deutschland eben haben. Die gab es nämlich nicht. Deutschland zeichnete sich aus vor 3 Jahren durch ein geradezu proprietäres Datenformat Himmel. Das war insofern der Himmel für insbesondere die Anbieter
von Praxisverwaltungssystemen, aber auch von anderen Informationssystemen. Denn hatte man einmal ein solches Produkt gekauft, war man aufgrund der Mangel an Schnittstellen und der Mangel an Interoperabilität gezwungen, weitere Module, wenn man sich erweitern wollte, von dem gleichen Hersteller zu erwerben. Das ist leider Gottes im niedergelassenen Bereich heute immer noch so. Und deshalb werben wir auch für die nächste Legislatur sehr für eine Analogie zum Krankenhauszukunftsgesetz, ein Praxiszukunftsgesetz, um den Schmerz und auch die Kosten einer Transformation von alt zu einer neuen Generation von Systemen mit offenen Schnittstellen und eben deutliche oder den gesetzlich vorgeschriebenen Standards jetzt auch zu vereinfachen und zu für den niedergelassenen Arzt zu ermöglichen. Also hier sehr, sehr viel gemacht worden, auch als Gesetzesbasis, um eben in Sachen Interoperabilität voranzukommen. Wie gesagt, wahrlich kein Selbstläufer. Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein Dank an Menschen wie Kai Heitmann, aber auch Silvia Thun und bestimmt auch die Medizininformatik-Initiative, wobei eines der Konsortien, ich mir wünsche, dass sie sich dann doch mehr auf SNOMED CT fokussieren als auf andere Standards. Aber sei es drum, viele haben hier mitgewirkt und es hat geklappt, etwas, was ich vor 3 Jahren nicht für möglich gehalten hätte. Das Zweite ist, dass wir uns besonnen haben darauf, dass wir eine Datenautobahn haben, diese 15 Jahre lang auch entwickelt haben mit sehr, sehr viel Geld, nämlich die Telematik-Infrastruktur. Zugegebenermaßen, die Technologie ist auf 15 Jahre alt mit diesen Konnektoren. Aber ich gehörte zumindest zu denen, die sehr stark darauf gedrungen haben, zu sagen, lass uns doch mal nutzen, was wir erstmal haben, bevor wir sozusagen bei Wünsch dir was eben sagen, was wir alles haben wollen. Und ich bin ganz, ganz happy damit eigentlich, dass wir jetzt Ärzte, Krankenhäuser, Apotheker und andere zumindest in der Planung eben an die TI anschließen. Ja, es gehört zur Wahl auch dazu, dass die Gematik natürlich an einem Zukunftskonnektor bauen muss. Denn das, was wir im Augenblick an Hardware ja auch Inflexibilität eben sehen, das müssen wir eben kompensieren. Aber zumindest haben wir mal eine Basis, um überhaupt mal mit einzelnen Anwendungen zu beginnen. Denn das, was wir bislang gemacht haben, ist nur Geld versenken in Infrastruktur ohne jeden Nutzen, jedenfalls ohne jeden sichtbaren Nutzen. Und der erste Nutzen, der kommt jetzt, indem wir immerhin in Deutschland mit 20 Jahren Verspätung das Zeitalter der E-Mails auch im Gesundheitswesen jetzt eingeläutet haben. Also das Fax wird abgelöst durch tatsächlich die KIM, die Kommunikation im Medizinwesen, und zwar das mit einem Maildienst. Und das Schöne ist, dass man begriffen hat, dass es auch einen Messenger-Dienst geben muss, und auch dieser wird im nächsten Jahr tatsächlich das Licht der Welt erblicken, sodass wir zumindest eine Informationsplattform schaffen, eine Informationsaustauschplattform geschaffen haben für die Leistungserbringer im Gesundheitswesen, die dann später auch für Patienten nutzbar werden soll. Das zweite sehr konkrete Projekt, was jetzt ab 1. Oktober begonnen hat, zumindest in der Versuchsphase und ab 1.1.22 dann eben auch verpflichtend wird mit Einbindung der Arbeitgeber, ist die elektronische Meldung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wahrscheinlich für Sie alle gar kein Thema, weil in Aachen bestimmt niemand krank wird. Aber in Deutschland ist das anders. 77 Millionen Bescheinigungen hat es im Jahr 2017 gegeben. Und wenn Sie sich den Aufwand anschauen, dann ist klar, dass damit natürlich eine erhebliche Ersparnis von Aufwand, von Zeit und Geld einhergeht. Und das ist insofern ein schönes Beispiel, weil es eben zeigt, dass Digitalisierung nicht nur mühsam ist, sondern tatsächlich Geld verschlingt, sondern tatsächlich auch Nutzen stiften kann, und zwar auch wirtschaftlichen Nutzen stiften kann, und deshalb wichtig, darauf zu rekurrieren. Ja, die EPA, ich habe das vorhin schon in einem Slide gesehen, der noch schöner ist als meiner, ist im Zentrum aller Digitalisierungsbemühungen, muss da drin auch stehen. Sie gibt es seit 1.1.2021, bedauerlicherweise aber nicht erlebbar. Warum nicht? Weil eben das Einfügen von Dokumenten durch Ärzte im Augenblick noch nicht möglich war oder jetzt gerade erst möglich wird. Und natürlich wird sie erst dann wirklich leben. Wie ist das Ganze aufgebaut? Auch das wissen Sie wahrscheinlich. Die GKV macht die technische Infrastruktur. Die KBV definiert Datenformate. Übrigens, das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Auch entgegen aller Vorhersagen muss man sagen, die MIO-Definition war immer on time. Man könnte sich wünschen, dass mehr gemacht wird. Das wird auch sicherlich noch folgen, aber immerhin haben wir damit einen guten Start hingelegt, oder hat die KBV damit einen guten Start hingelegt. Die Gematik klärt Infrastruktur, Cybersecurity und so weiter. Und die Versicherten, die haben diese Akte. Nun wurde viel darüber diskutiert, ist es denn sinnvoll, dass es eine versichertengeführte Akte gibt? Naja, wenn wir eben die Grundwerte
unserer des Datenumgangs in Europa ernst nehmen, dann ist es so, dass das Thema Datensouveränität ganz vorne steht. Deshalb muss sie dem Versicherten gehören. Aber natürlich geht diese Akte letztendlich nur denkbar in Kombination mit den Leistungserbringern. Und so gibt es eben auch die arztkuratierten Dokumente, genauso die Patientendokumente und die Krankenkassenunterlagen. Es gab, das zeigt vielleicht, welche Obskuritäten auch die deutsche Datenschutzdiskussion sich manchmal verliert. Es gab tatsächlich Überlegungen, dass man arztkuratierte Dokumente, dass der Patient diese auch eben entsprechend beeinflussen könnte. Also der Patient kann heute sagen, welches Dokument will ich da drin haben und welches nicht. Das ist auch sein gutes Recht. Wenn er heute zum Arzt geht, muss er seinem Arzt auch nicht alles erzählen. Aber insofern kann er einige Dokumente draußen lassen. Aber er kann natürlich nicht innerhalb eines Dokumentes sagen, die ersten 5 Diagnosen gefallen mir und die nächsten 3 nicht. Dass man eben die Integrität eines Dokumentes, wenn sie es dann eingestellt ist, darauf muss man sich verlassen können, darauf kann man sich jetzt verlassen. Das war allerdings, muss man sagen, leider Gottes in der deutschen Datenschutzszene kein Selbstläufer. Die EPA, im Augenblick ist es tatsächlich so, dass wir wirklich nur eine Dokumentensammlung haben. Also man spricht ja auch von der PDF-Aldi-Tüte, nicht ganz so unrecht, aber selbst die wird schon wahnsinnig viel Nutzen stiften. Man kann sie nämlich nach Metadaten sortieren und insofern ist es eigentlich für den niedergelassenen Arzt relativ einfach, an das Dokument zu kommen, was ihn oder sie interessiert. Darum herum werden sich dann eben die sogenannten MIOs in Form von Mutterpass, Impfzertifikat und U-Heft, Zahnarztbonusheft und viele andere Sachen eben gruppieren. Ich persönlich hoffe eben, dass möglichst schnell der Medikationsplan für die Patienten Realität wird und die Kurzakte oder das Deckblatt inklusive Notfalldaten. Das ist dahinter, bewirbt sich der internationale Patient Summary, IPS. Das sind im Grunde genommen eine Zusammenstellung, eine lebendige Zusammenstellung, das heißt immer aktualisiert der laufenden Diagnosen, der Medikation und der Allergien. Wenn man diese Informationen hat, dann sind aus meiner Sicht schon sehr, sehr viel an Informationsbedarf gedeckt bei einer ersten Begegnung zwischen Arzt und Patient, die im Übrigen meistens nicht im Notfall passiert, sondern eben, wenn ein Patient zum Beispiel von seinem Hausarzt an den Kardiologen überwiesen wird. Die wirkliche Killer-App, die Menschen sehen werden und die Menschen davon überzeugen werden, dass sich was verändert hat, wird sein das E-Rezept, was zum 01.01.2022 kommen soll. Vielleicht wird es ein Quartal später, aber im Augenblick ist das die Gesetzeslage. Der Patient verlässt dann eben den Arzt mit einem QR-Code, den er hoffentlich der hoffentlich dann eben auf dem Smartphone des Patienten sich wiederfindet. Für diejenigen, die das sich noch nicht authentifizieren können, kann man das auch ausdrucken in Papierform. Man kann es dann abfotografieren, den QR-Code, und kann ihn dann weiterschicken und wird damit sicherlich einige Vorteile nutzen können. Aus Sicht der Patienten ist es so, dass man dann sehr schnell den Überblick bekommt, ist das Medikament irgendwo vorrätig oder wo ist es vorrätig, wo kann ich es abholen oder kann ich es mir letztendlich einfach vorbeibringen lassen. Die digitalen Gesundheitsanwendungen ist etwas, wo Deutschland tatsächlich ein Neuland betreten hat. Und hier geht es darum, dass man Apps auf Rezept tatsächlich verfügbar macht. Wir haben uns mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt. Ich will jetzt keine Werbung für dieses wunderbare Buch machen, zumal wir auf alle Autorenhonorare verzichtet haben, aber hervorheben, dass das wahrlich kein Selbstläufer war. Sondern dass wir hier zwei Dinge gemacht haben, die geradezu undeutsch sind. Also erstens mal hat man gesagt, wir versuchen mal was der Rest der Welt noch nicht hingekriegt hat. Das ist gelungen mit der ersten Verschreibung einer App auf Rezept am 6.10. letzten Jahres. Und das Zweite, was man gesagt hat, ist, dass wir wegkommen müssen von diesen dreijährigen Beurteilungsphasen und uns einfach mal ein bisschen beeilen müssen. Insofern hat man einen sogenannten Fast-Track eingeführt. Und dieser Fast-Track, der ermöglicht es jemandem, der eine Liga hat, die schon CE-Zulassung haben muss, die also sicher ist, in einem verkürzten Verfahren von der BfArM beurteilt zu werden. Und selbst wenn die Gesamtdatenlage einer endgültigen Nutzungsbewertung noch nicht ausreichend ist, bekommt man bereits die Möglichkeit, in unserem GKV-Markt diese Apps anzubieten, um dann Daten zu sammeln und ein Jahr später diese Nutzenbewertung dann auch durchführen zu können. Aus meiner Sicht etwas sehr Erfolgreiches. Inzwischen gibt es 22 gelistete Digas, nicht mehr 20. Die Approval Rate des BfArM liegt bei 22%.
20.000 Verschreibungen im zweiten Quartal. Nicht sehr viel, aber immerhin ein Anfang. Und aus meiner Sicht etwas, was uns Hoffnung machen kann, dass Deutschland Innovation kann. Und ich kann sagen, das internationale Interesse an dieser Innovation ist gigantisch. Sowas hat es also in meiner Wahrnehmung zumindest noch nicht gegeben, dass die Welt auf Deutschland schaut, wenn es um digitale Innovation in der Medizin geht. Wir haben ebenfalls gesehen, dass KZG als eine Gesetzesinitiative, die im Übrigen sehr durch Corona befördert wurde. Ja, man hat sich vorher schon ein bisschen Gedanken gemacht darüber, deshalb konnte es dann auch sehr, sehr schnell gehen. Aber Herr Marx, ich glaube, gerade Sie und andere Ihrer Kollegen haben dazu beigetragen, durch die Divi-Erfahrung, denn als dann im politischen Berlin klar war, dass es selbst nicht möglich oder kein Selbstläufer ist, dass wir in Deutschland wissen, welche Intensivbetten belegt sind, da wurde eigentlich klar, dass da hier erhebliches Nachholpotenzial eben zu heben gibt. Und dann kam es eben sehr, sehr schnell innerhalb von 3 Monaten zu diesem KZG. Statt 2 Milliarden, über die wir anfangs gesprochen hatten, war durch Corona auf einmal das Ganze verdoppelt worden auf 4,3 Millionen über 24 Monate. Und was schön ist aus meiner Sicht, und deshalb möchte ich da 3, 4 Folien drauf verwenden, ist, dass es ein Beispiel ist für wirklich gute Gesetzgebung. Davon wünschte ich mir mehr. Warum? Weil wir zunächst einmal klare Kriterien haben. Es gibt Muss-Kriterien, es gibt Kann-Kriterien zu jedem der 10 digitalen Handlungsfelder. Man hat sich überlegt, dass Berater zertifiziert werden müssen. Welch innovative Idee. Und aus meiner Sicht etwas, was man noch viel, viel mehr machen müsste. Und dann kann man sagen, diese Zertifizierung war jetzt nicht sehr tiefschürfend, mag sein. Aber es ist zumindest mein Anfang gewesen. Ich fand das jedenfalls klasse, dass diejenigen, die damit zu tun haben, mit diesen Fördertöpfen auch wissen, worum es tatsächlich geht. Auch hat man gesagt, wir wollen messen. Das Digitalradar hat seine Arbeit gestartet. Wir messen jetzt den Status, die Reifegrad der Krankenhäuser und als Steuerzahler ausgesprochen angenehm zu wissen, dass man das in 2 Jahren wiederholt, um zu gucken, was haben diese 4,3 Milliarden eigentlich bewirkt? Was kann man daraus lernen? Wie kann man es letztendlich besser machen? Und dann gibt es noch das Element von Zuckerbrot und Peitsche, wo man sagt, heute gibt es Kohle und für diejenigen, die einfach zu blöd sind und den Knall nicht gehört haben, die werden 2025 2% weniger Umsatz machen für die gleichen Leistungen und damit eben sicherstellen, dass auch jeder das Minimum an digitaler Infrastruktur in diesen 5 Handlungsfeldern auch tatsächlich umgesetzt hat. Aus meiner Sicht alles Elemente, die eben dazu führen, dass wir eben ein neues Zeitalter in der Digitalisierung in Krankenhäusern umsetzen können. Etwas ernüchternd ist dann eben auch natürlich die Hinweise von vielen zu sagen, oh, es geht das viel zu schnell. Aber das mag man von Krankenhäusern, finde ich das sogar nachvollziehbar, weil die sehr, sehr viel zu tun haben, gerade wegen Corona und nicht zuletzt wegen Corona. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass die deutsche Industrie mit dem BVITG tatsächlich eine Pressemitteilung macht und sagt, also uns geht es auch zu schnell. Das ist in Anbetracht des Status, wo wir heute sind, wirklich nicht nachvollziehbar. Digitalisierung, Gesundheitswesen, ja, es geht um Gestalten oder gestaltet werden. Sie sind da Vorreiter, auch mit Ihren Ideen, natürlich nicht nur im Uniklinikum selber, sondern vor allem eben nach außen in der Vernetzung, denn die Zukunft der Medizin ist in der Tat vernetzt. Worauf ich nur gerne hinweisen möchte, ist, dass Digitalisierung, Gesundheitswesen 70% Kranken- oder 70% Gesundheitsprozesse sind, das Verständnis der Gesundheitsversorgung und 30% IT. Die Menschen, die das umdrehen, die werden meistens keinen Erfolg haben. Deshalb bin ich auch persönlich kein großer Fan eines Digitalisierungsministeriums. Stellen Sie sich vor, da sitzen dann nur IT-Experten und die sollen uns sagen, wie Medizin funktioniert. Eigentlich muss man sagen, muss man es andersrum machen. Wo stehen wir heute? Es gibt eine sehr schöne, ernüchternde, muss man sagen, Darstellung von McKinsey, die jetzt einige, ja, schon 2, 3 Monate alt ist, die eben zeigt, ja, wir haben Nachholbedarf, die digitale Patientenakte, E-Rezept gibt es zwar regulatorisch auf dem Papier, aber noch nicht in der Realität. Hier haben wir aber zumindest mal in den letzten 3 Jahren die regulatorischen Grundlagen legen können. In der Telemedizin liegen wir irgendwie so ein bisschen im Mittelfeld. Da ist sicherlich weiterer Ausbau möglich und da wurde auch viel auch gesetzgeberisch getan, um weitere Möglichkeiten zu schaffen. Und bei den digitalen Gesundheitsanwendungen, da sind wir in der Tat ganz vorne. Dennoch wissen wir, dass wir nicht aufhören dürfen. Ein Datum, was Sie alle kennen, alle 3,5 Monate verdoppelt sich die weltweite Rechenleistung. Das heißt, wenn wir uns, lieber Marx, in 5 Jahren wieder treffen,
Ich weiß nicht, wie lange Ihre Förderperiode geht, aber immerhin, dann in 5 Jahren hätte sich die weltweite Rechenleistung um den Faktor 300.000 erhöht, was eben zeigt, dass es eben nur, als es ein Kontinuum ist und dass wir uns nicht leisten können, stehen zu bleiben. Was müssten wir jetzt tun, auch gerade eben mit einer neuen Regierung? Aus meiner Sicht eben Umsetzung, Umsetzung, Umsetzung. Wir haben jetzt viel gemacht, es steht viel auf PowerPoint, aber es ist noch wenig angekommen bei den Menschen. Das muss sich jetzt ändern mit der EPA, mit dem digitalen Rezept und so weiter und dem Krankenhauszukunftsgesetz natürlich. Wir brauchen darüber hinaus eine Homogenisierung der Datenschutzregulierung. Unser Problem ist nicht die DSGVO. Unser Problem sind nicht die Werte, die unserem Umgang mit Daten zugrunde liegen, die uns als Europäer aus meiner Sicht sehr wohltuend abheben von anderen Ländern, nämlich eben Datensouveränität. Meine Daten gehören mir, daran sollten wir festhalten. Und auch das Element der Freiwilligkeit als zweite wichtige Säule eben unseres Verständnisses im Umgang mit Daten, daran sollten wir auch festhalten. Wir brauchen sie auch nicht zu opfern auf dem Altar der Digitalisierung, sondern wir können sie eben beibehalten, müssen uns allerdings vor Abschweifungen irgendwo ein Stück weit schützen. Deshalb brauchen wir homogene, gleiche Regeln. Wir brauchen nicht 18 Datenschutzbeauftragte, einer vom Bund und 17 von den Ländern, weil sich Bayern 2 in dieser leistet, sondern wir brauchen eine klare Datenschutzregulierung und wir brauchen vor allen Dingen Positivlisten. Wir brauchen jemanden, der uns sagt, was geht und nicht nur diejenigen, die uns den ganzen Tag lang sagen, was alles nicht geht und das eben noch mit ziemlichem Durcheinander. Also klare Regeln für Pseudonymisierung, Anonymisierung, was kann ich damit tun, wie kann ich mit Trust-Centern umgehen, dafür brauchen wir sicherlich mehr und letztendlich brauchen wir Infrastruktur, nicht nur 5G überall, natürlich, wir brauchen aber auch eine Cloud-Infrastruktur. Nun können wir uns beschweren darüber, dass unsere Daten nicht sicher sind bei den Amazons und Googles dieser Welt, aber wenn wir eben das so haben, dann müssen wir tatsächlich auch unseren Industrieunternehmen ein wenig Dampf machen und sagen, dann brauchen wir eben eine Alternative. Und die muss dann einfach in unserem Rechtsraum, unseren Werten, unserem Rechtsverständnis eben gegenüber verpflichtet sein. Davon bin ich ein großer Fan. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass wir letztendlich hier nur die einen kritisieren, ohne selber was zu haben. Und hier werbe ich für eine europäische Lösung. Vor 50 Jahren haben wir gesagt, also irgendwie Luftfahrt ist nicht ganz unwichtig. Inzwischen sollte eigentlich jeder begriffen haben, dass Datenverarbeitung, Datenplattformen nicht ganz unwichtig sind. Insofern wünsche ich mir hier mehr Unterstützung. Ob das jetzt nun Gaia X ist oder vielleicht etwas konkreter wird, darüber lässt sich sicherlich diskutieren, aber hier müssen wir dringend was tun. Ja, damit ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie weiter so. Es ist toll zu sehen, dass sich solche Initiativen wie die Ihren gebildet haben, mit viel Herzblut, viel Engagement und natürlich auch ein bisschen Unterstützung des BMBFs. Aber danke dafür und ja, und bleiben Sie gesund. Besten Dank. Ja, lieber Herr Debertin, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihr sehr motivierendes und auch substanzielles und ja auch positives, relevantes Impulsreferat. Das ist nochmal sehr wichtig zu sehen und nochmal zu resümieren, was tatsächlich in den letzten Jahren passiert ist. Auch nicht zuletzt ja auch dank Ihrer Mitarbeit von Ihnen und Ihrem Team vom Health Innovation Hub. Ich glaube, das war wirklich eine gute Idee vom BMBF und Sie haben es bravourös umgesetzt. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man das so für eine bestimmte Zeit initiiert und dann auch wieder was Neues macht, ist eigentlich auch so eine neue Form. Und ich glaube, dafür müssen wir auch alle bereit sein, dass wir mal irgendwo Gas geben und dann uns aber auch wieder neuen Aufgaben widmen. Ist, glaube ich, auch so eine Form der neuen Prozesse und des neuen Umgangs miteinander. Ich sehe es auch so, dass wir in den letzten Jahren ordentlich ja aufgeholt haben, sehr aktiv waren und bin sehr zuversichtlich. Allerdings dürfen wir uns tatsächlich nicht ausruhen und wir haben jetzt eine schöne Flughöhe erreicht und cruisen mal weiter, sondern wir müssen weiter Gas geben, um eben letztendlich es nicht den Amazons und Googles und den anderen dieser Welt das Thema zu überlassen, sondern es eben selber zu gestalten. Ich glaube, das ist sehr wichtig, damit wir das Potenzial, und Sie haben die Rechenleistung gerade hervorgehoben, das bietet ja unglaublich viel Potenzial, um entsprechend besser zu diagnostizieren, zu therapieren und wirklich die Versorgung in der Fläche auch den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes und Europas hier zugutekommen zu lassen. Ganz herzlichen Dank und ich bin schon sehr gespannt, in welcher Rolle wir Sie demnächst wieder begrüßen dürfen, Herr Debertin. Alles Gute. Besten Dank.